Willkommen zurück bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir, nachdem wir gerade eben den ersten Cup gespielt haben, den Pilz Cup, wieder mit Link, diesmal mit diesem anderen Link. Und wieder mit meinem Lieblingsbike. Du bist es hier. Nee, das war's nicht. Nee. Das hier war's. Genau. Mit dem konnte ich eigentlich immer ganz gut driften. Mal gucken, was da passiert. Ja. Das Segel dazu. Den Pilzkampf haben wir ja gerade gespielt gehabt. Drei goldene Sterne bekommen. Kommen wir jetzt zum Blumencup. Der zweite, also auf unserer Reise durch alle Grand Prix. Und das erstmal bei 50 CCM. Gut, starten wir einfach mal den Cup. Ich denke mal, die Gegner werden wieder leicht sein. Ich habe wieder nicht gesehen, ob ich, also wieder nichts mit Einstellungen kommen. Ich denke mal, man muss speziell auf irgendeine Einstellung, die in dem Sinne stärker zu stellen, aber ich denke mal, die werden dann auch einfach, wenn ich auf 100 CCM und weiter hochgehe, dann halt auch einfach stärker. Deswegen können wir das ja mal so fahren, um uns in die Strecken einzugewöhnen. Und wenn wir das dann wirklich auf die nächsten Strecken ausdehnen, also auf die nächsten Schwierigkeitsgrade, wirklich alle Cups durch haben, alle 10 oder 12, die es hier an der Zahl sind, dann gehen wir in die nächsten CCM-Stufen, dann wird es wahrscheinlich auch deutlich schwieriger werden. Von daher habe ich jetzt das verpasst. Ja, in dem Fall zum Beispiel wollen wir das jetzt erstmal hier zur Erkundung der ganzen Strecken vielleicht auch einfach mal schnell so durchfahren. Wobei hier kommen wir noch auf genug blaue Panzer und ähnliches. Weil ich sagen muss, ich war noch nicht in der Verfolgerrolle. Doch ich glaube im letzten Video mal ganz kurz war ich mal dritter Platz, wo mich dann ein blauer Panzer erwischt hat und dann gleich nochmal irgendwas, was mich zurückgeworfen hat. Wo wir gerade bei blauen Panzern sind, hier war wieder ein schönes Exemplar. Was ich jetzt nicht schön nennen möchte, da kommt eine Rakete auf mich zu. Ist denn ernst? Und es ist auch dieses Mal in diesem Mario Kart nicht so, dass ein der Bußstreifen sozusagen automatisch von der Tinte befreit. Das ist auch mal was Neues, was sie sich hier ausgedacht haben. Wobei ich sagen muss, ich habe das letzte Mario Kart richtig gespielt auf dem Nintendo DS. Ich weiß nicht, ob auf dem 3DS oder wie auch immer, was da also rauskam. Ob es dann da andere Mario Karts gab noch. Ich glaube, da gab es dann auch schon Mario Kart 8. Gab es auch schon den Deluxe oder nur Mario Kart Deluxe oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob es da diese Strecken hier schon gab, ob das dann da auch schon so ein Modus war, dass man, wie das jetzt halt hier ist, oh, da nicht mehr geboostet wurde. Erste Mal, seitdem ich hier spiele, dass mich so ein Vieh erwischt. Und einmal im Ziel. Shy Guy. Hinter mir eine rosa Gold Peach. Also hier gibt es wirklich die seltsamsten Sachen. Junge, Junge. So,
Dann geht's los. Nächste Strecke, guter Start. Wer Bock hat, dass ich mal Zeitfahren mache, also so mit Aufnahme, der kann das ja mal schreiben. Boah, jetzt hab ich ja mal eine Geruch, ich glaub's ja nicht. Das gibt es nicht, was wollen die mit dem roten Panzer von mir? Ja genau, wenn ich mal Zeitplan aufnehme. Wobei ich sagen muss, vielleicht fahren wir mal erstmal die Grand Prix durch, bevor ich Zeitplan mache, weil Zeitplan halt dann auch eine Sache ist, dass der darauf ankommt, die Strecken zu kennen, und wenn mir die Strecken noch nicht so gut bekannt sind durch eventuelle Grand Prix, weiß ich nicht, ob sich das dann so sehr lohnt, Zeitfahrvideos zu machen, wo ich mich dann erstmal auf eine und dieselbe Strecke einschieße. Das kommt dann vielleicht, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, und das jetzt in dieses, die Sache, neue Projekte investieren. Ja, ich habe viele neue Projekte, wie ihr immer seht, auf meinem Kanal. Oh, was war das jetzt? Das heißt, ich konnte mich denken lassen, auf meinem Kanal immer wieder viele neue, verschiedene Videos. Aber das könnte jetzt so sein, dass wir jetzt öfter zocken, weil ich bin ganz zufrieden damit, was das gemacht hat, also was passiert ist. Und gut war es, dass ich es mit meinem Handy schaffe, den Fernsehbildschirm gut ins Bild zu kriegen, ohne dass Platz verloren geht, auch so, dass man alles gut erkennen kann. Dass es dann nicht irgendwie großartig nicht oder was gibt, oh, da tun wir mal so lang zu fahren. Ja, okay, da komme ich dann genau da drauf. Also ist das die optimale. Scheiße, ich bin in der letzten Runde. Ich wollte sagen, ist das die optimale Route sozusagen für die Strecke? Und jetzt, wo ich sie gefunden habe, bin ich da auch schon vorbei. War es das schon? Gleich wieder in den Grand Prix. Oder kam das nie gut? Warum kann man die nicht irgendwie ausweichen mit Driften etc. Irgendwie sowas, oder kommt es einer? Mit dem blauen Gestrüpp auf dem Kopf. Oh, was war das? Das war wahrscheinlich die Spur hier. Die Straße war nicht vorhin schon. So, die gehauen hat. Mist, Mist, Mist. Aber ich glaube, ich habe genug Abstand. Dass das hier doch mal eine sichere Sache werden sollte. Los jetzt, nicht vor dem Ziel schlapp machen. Kleiner Link. Habe ich eigentlich vorhin im ersten Video dieser neuen Reihe gesagt, wenn ich hier Zelda sehe zum Spielen, muss ich immer an den Zelda-Jungen denken. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Natürlich, wenn ich Link sehe, muss ich an den Zelda-Jungen denken. Und nicht, wenn ich Zelda sehe, weil das ist ja das, was viele nicht wissen, also was viele verwechseln. Denn viele denken ja immer, also kann ich mir vorstellen und haben das schon viel gehört, dass sie denken, dass Zelda dieser Held ist. Aber natürlich ist Link der Held und Zelda ist die Prinzessin, wenn mich alles täuscht, die gerettet werden muss. Bin ich nicht der allerberühmteste Zelda-Fan. Ich frage mich immer noch, was das bedeutet. Und ich finde, dass dieser Modus, diese Strecke hier absolut übertrieben dargestellt ist. Ich meine, was ist das, Alter? Fahr ich jetzt
gerade oder fahre ich auf der Seite? Boah, nein. Okay, okay. Ich bin hier schon Strecke rum, Mann. Boah, ich habe schon mal die Strecke gezockt. Das war schon erwähnt, wo ich mit einem Kumpel hier gezockt habe. Dass wir da ein bisschen gezockt haben. Mit meinem Kumpel gezockt habe ich ein bisschen gezockt, ja. Ja. Überlegt dir, was du sagst. Und dann, jedenfalls. Haben wir da auf zufällige Strecken gemacht, sind gegeneinander gefahren, ich habe auch bloß schon mal erzählt. Aber bei den zufälligen Strecken kam dann einfach eine Strecke, wo jede Runde anders war. Das war einfach eine Strecke, die ist fortlaufend. Die war sozusagen, so man sagt, endless. Also die ist einfach weitergegangen. Und zwischendrin kam dann ab und zu mal so ein paar Ziellinien hier, dass du dich dann orientieren kannst, dass da eine Runde rum ist. Aber in dem Sinne gab es da keine Runde, die dann irgendwann zu Ende war. Das war halt wirklich irritierend. Und da kommt eine Banane. Okay, jetzt einmal rausgeschossen hier. Jetzt hier auch schön hochgezogen bleiben. Seht ihr, da habe ich schon mal länger Höhe bewahren. Ich habe es mir gedacht. Dann kann man oben reinfahren. Also spart man sich einmal das ganze Äußere. Okay. Ey, was war denn da schon wieder? Ich lenke in die andere Richtung. Und anstatt geradeaus zu fahren, was er sonst macht, wenn ich lenke, wie jetzt, oder seht ihr, dass er da anders fährt? Einschlagen hier zum Beispiel, ja, wie es klappt. Wie ich jetzt auch mal in die andere Richtung gehe, oder dass einer mit einem grünen Panzer drin. Habe ich abgeworfen, hat schon mal einer drei grüne Panzer gehabt. Oh, 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 oh. What the fuck ist das? Okay, einmal verkackt. Unten durchgekommen, Treppe nehmen müssen. Dass wir hätten abkürzen können. Ich noch einmal hier durch und einfach nur die Ziele hier und wir haben es geschafft und erledigt. Ich denke mal auch gar nicht, dass jetzt der Bowser diesmal Zweiter gewesen, viele Punkte gesammelt hochkommen. Dieser Scheikerei seit ersten Rennen auf Platz 2. Mal schauen, was noch passiert. Was bedeutet eigentlich 6 Sterne oben? Das würde mich jetzt mal interessieren. Müssen dann bestimmte Punkte in allen Strecken? So Punkte, wo sonst nicht hinkommt, da versuche ich eigentlich ein bisschen so. Wo du dann Sterne sammeln kannst, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall finde ich es unfair, dass wir jetzt auf Schalke Strecke fahren und Schalke hier zweitplatzierter ist und mir die ganze Zeit am Busch klebt. Ich meine, warum? Ist ja unfair, ist ja voll Heimvorteil für den. Ich meine, ich kenne die Strecke nicht und ich weiß nicht, was ihm das bringen soll, aber ich kann es mir halt einfach vorstellen. Also gefällt mir die Strecke ganz gut. Und wenn ich mich gerade beschwert habe, ist dann noch schöner. Oh, oben boosten wollte ich sagen. Okay, komm. Wir haben gelernt, oben ist immer besser. Ich habe die Sache, die ich letztes Video schon gesagt habe, hier irgendwie kann man, wenn man sich boostet, egal ob sich das Driften boostet oder über so einen Bußstreifen kommt, geht die Tinte, die man im Gesicht hat, nicht mehr automatisch weg. Das wäre aber das Coole, wenn ein Stück zum Driften kam, ist egal, ob einer dich vorher mit Tinte angespült hat, denn du bist dann ja eh wieder zu klarer Sicht gekommen.
So, du hast es geschafft. Wir haben oben durchfahren. Ich weiß gar nicht, wie gut die Route geht, aber die sah schon geil. Schon gut, schon geil. Okay, ich glaube, einer meinen Pöck. Ich glaube, einer meinen grünen Panzer, würde ich gerade sagen, aber das war nicht so. Jedenfalls glaube ich, hier die blaue zweitplatzierte und er kommt einfach rein 3. Also trotz Heimstrecke nicht mal ein direkter Kontrahent. Okay, jetzt die Frage, beseitigen diese jetzt die Tinte oder war das einfach gerade nur der Moment, wo die Tinte aufgehört hat? Aber zum Glück lässt mich das Ding nicht in Abgrund stürzen, sondern belebt mich wieder. Das war ein Risiko, wollte ich nicht eingehen, nach oben zu gehen, dass ich am Ende noch abstürze durch eine blöde Aktion. Auch wenn ich das schon eine üble Zeit kostet. Aber das Ding ist durch. Ui! Man soll den Tank von Abend loben, aber zum Glück war keiner mehr. Ne, jetzt kommen wir um blaue Panzer sogar. Bam. Aber naja, gewonnen ist gewonnen. Und Mr. Shy Guy hat sogar noch nur einen zweiten, dritten Platz belegt. Weil sie noch zwei Leute geholt haben. Auf seiner Heimstrecke. Genau, diesmal tun wir die Ergebnisse anzeigen und nicht wieder auf Highlights gehen, weil die Highlights haben wir auf Video. Also müssen wir uns die ja nicht nochmal angucken. Bin ich der Meinung. Und wir haben. Was soll das heißen? Silbernen Orten noch? Oder. Waren wir nicht gut genug? Nein, 3 Sterne, 3 goldene Sterne, 120 gesammelte Münzen. Das hört sich doch recht gut an. Wunderbar. Dann würde ich sagen, war das zweite Video nach Pilz Cup. Und ja, würde sagen, ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen da. Könnt mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn ein neues Video kommt. Ich denke mal, dass das jetzt erstmal die nächste Hauptserie auf diesem Kanal wird. Ja, wenn ihr andere Videos lieber doch sehen wollt als das, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich denke mal, das hat viel Potenzial. Es macht mir Spaß, also ich denke mal, das wird die neue Hauptserie und ja. Dann verabschiede ich mich erstmal bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Euer Toasty.